Und willkommen zurück, ihr Liebsten. Der nächste Guide zum Genesis-Skin. Wir müssen euch ja noch die Brust und die Handschuhe zeigen. Das haben wir ja bis jetzt noch nicht gezeigt. Und da ja jetzt bald Genesis rauskommt, dann zeigen wir euch das auch nochmal so als kleines Schmankerli. Ich musste das eigentlich normalerweise in der Winterzeit gemacht haben, aber leider hatte ich da andere Sachen zu tun. Urlaub. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Stone ist wieder mit dabei irgendwo. Ich sehe ihn gerade nicht. Ha, da ist er ja. Hallo. Wir sind natürlich auf, bei Aberration. Bei Aberration, wie viele Aberration-Teile müssen wir sammeln? Eins. Ein einziges. Rest ist Extinction. Ich bin glücklich. Aberration ist eine meiner Lieblingskarten, aber der Rock Drake ist nicht mein Favorit. Ich hasse ihn. Aber egal. Es einfach nur nicht. Ich kann das nicht. Ich kann es echt nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Wir haben gerade eben schon noch mal so eine kleine Runde probiert. Der will einfach bei mir nicht das machen, was ich möchte. Ich versuche mein Bestes, Leute. Also, hier ist der Eingang. Warte ganz kurz, bevor du weitergehst. Du wirst automatisch ja sowieso wieder zu mir gezogen. Wir sind gerade. Ich mach mal ganz kurz die Karte auf. Die Karte ist, da ist der Pfeil nicht angezeigt, aber wir haben ja die Koordinaten. Wir sind auf 27.1, 63.3. Das wäre der Eingang. Das seht ihr hier meistens als so ein leuchtendes blaues Deck-Dings-Bums. Ja, irgendwo hier. Man sieht das hier vorne nochmal. Ich kann ja mal ganz kurz. Warte mal so. Ich glaube, es wird gerade Tag, ne? Haben noch ein bisschen. Nee, ist bei mir draußen ja, schon komplett hell. Ja, stimmt. Ja, 5.43 Uhr. Okay, dann müssen wir gleich nochmal warten, bis es dunkel wird. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wo wir sind, wo der Eingang ist, damit ihr das wenigstens auf der Karte auch habt. So, hier vorne, man erkennt das ja so ein bisschen, wenn ihr Aberration-Spieler seid, bei den Pilzen. Hier unten geht es zum blauen Gebiet, links zu dem Wasserfall runter und hier vorne ist die Höhle. Jetzt sieht man so ein bisschen bei Tag ein bisschen besser. Ich kann auch mal die Fackel anmachen, so. Da sieht man es und da ist der Höhleneingang. Und da gehen wir es gleich rein. Nach draußen, aber bitte alles nur bei Nacht machen, da ist sonst brennt alles dort. Und dann führen wir euch zu dem Teil, wo ihr die Helena hinbringen müsst. Zu diesem, weiß nicht, Explorer Point oder was es auch immer ist. Okay, ne? Okay, wir warten nochmal ganz kurz, bis es wieder dunkel wird. Und dann sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. Bis gleich. Ja. So, ihr Lieben. Es ist dunkel und wir können jetzt wieder los. Ich mit meinem Rock Drake. Wir lieben uns. Ihr seht schon, ich springe ganz woanders hin, wo ich eigentlich gar nicht hin möchte. Aber wir werden das schon schaffen mit meinem Rock Drake. Die Liebe zu meinem Rock Drake. Kletterst du irgendwo hoch? Ja. Weißt du, was du da machst? Du machst gerade bei mir Breakdance. Warte mal kurz, ich gehe mal ganz kurz mal in mir. Dance. Oben. Ich bin auch oben. Oder auch nicht. Drecksack hat mich runtergezogen. Achso, ich wollte gerade sagen, wer hat dich runtergezogen? So, wenn ihr draußen seid, seht ihr den lilanen Ark. Ist das eher lila, ne? Und ja, der kaputte Ark. Ja, bei mir fliegt er wieder nicht, ne? Ne. Ich kann wieder nicht fliegen. Ich kann nichts machen. Ich versuche mein Bestes, Leute, aber der fliegt bei mir nicht. Er will nicht. Das kann ich, komme nicht hoch. Ich versuche es. Ja, ich hole mir einen Tee in der Zeit, mach mir einen Kaffee noch. Ja, das geht nicht, der macht's einfach wieder nicht. Komm schon, flieg doch mal. Ich kletter. Einfach zum lilanen Ark gehen, einfach. Also nicht Dex-like. Bei mir fliegen die manchmal nicht. Die wollen es nicht. Eben hat das wieder gemacht, dann wieder nicht. Aber wir schaffen es. Wir klettern da den Weg entlang. Okay. Ich komme. Andere Seite. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe manchmal nicht, warum der bei mir nicht fliegt. Aber egal, wir werden das schon schaffen. Ich will euch ja nur den Weg zeigen. Ich und meine Rockdrake liege. Da unten ist es. Da unten ist es. Jetzt einfach von hier aus springen. Ja, ich geb mir das. Und dann losfliegen. Ne, der schwebt. Also der fällt einfach nur runter bei mir. Aber egal. Jetzt geht's.
Oh, man hört die gar nicht. So, Leute, ich kann sie nicht lauter stellen. Ich kann da nichts machen. Sie ist so leise und man hört einfach gar nichts. Gar nichts bei ihr. Das kann ich leider nicht. Also deswegen war der Text ja da eingeblendet. Deswegen könnt ihr das dann auch noch durchlesen. So, ich zeige euch aber auch noch mal ganz kurz so genau, wo dieses wabernde Dings ist draußen. Bei 27.976.1. Da ist das genau. Und wo ist dann Rockdrake? Right by the way. Okay, dann nimm mal meinen. Dann flieg du uns bitte raus. Okay. Er will wieder. Okay. Okay, Leute. Dahin mit der Helena. Ihr wisst ja, wenn ihr das Teil habt, dann fängt ihr automatisch an zu quatschen. Und dann habt ihr bei Aberration den ersten Node für die Helena gefunden. Das wäre an der Oberfläche sehr gefährlich, aber bitte nur nachts über machen, nicht tagsüber. Und dann kommen nämlich die ganzen netten Freunde hier. Flüchtet! Flüchte! Sie kommen! Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also, wenn ihr mit dem Rockdrake umgehen könnt, was ich nicht kann, dann seid ihr in 0,nix draußen, 0,nix da und zack, wieder zurück. Also, alles ganz easy. Macht das ruhig auf dem Singleplayer oder sowas, wie ihr es gerne möchtet. Dann habt ihr da eigentlich gar keine Probleme mit. Easy, ich weiß gar nicht, was du hattest. Ja, irgendwie läuft der Flug jetzt gerade bei dir auch gerade richtig. Ohne dass ich einmal in deinem Körper drin bin. Jetzt bin ich in dem Körper drin. Okay, Leute, wir sehen uns nachher bei dem nächsten Abschnitt. Und das wäre bei Extinction. Komplett Extinction ist dann, ne? 4 Stück Extinction. Also, bis dann und Extinction installieren. Ich hasse Rockdrakes. Oh, wie schön das ist, Dex. Wie schön einfach nur fliegen. Nein, Kotze. Doch, voll schön. Fliegt einfach umher. Brauchst gar nicht absetzen oder so. Und wir kommen zurück zum nächsten Punkt. Ihr seht, wo wir sind. Wir sind gerade bei Extinction und wir sind mit Tapejaras unterwegs. Ihr wisst ja, Tapejaras landen nicht, sagt ein altes Gerücht. Und ich zeige mal ganz kurz, wo wir sind. Da hinten seht ihr dieses riesengroße Gerüst, was es da auch immer ist. Frittezange. Da hinten ist der grüne Ark hinter diesen Eisenwänden. Und da haben wir auch in dem Let's Play dort gebaut. Und dann könnt ihr auch ungefähr mehr oder weniger schon mal die Richtung sehen. Hörst du auf, mir in den Hintern zu schießen, Junge? Ich zeige euch das mal ganz kurz auch auf der Karte. Wir sind auf der Karte bei 31.2.14.7. Das ist aber hier oben die Position. Und wir gehen mal ganz kurz. Wir fliegen schon mal runter. Wir können ja mit dem Tappelschade wunderbar fliegen. Oh, ich bin auch mit der Kartensicht noch am unterwegs. So. Am besten links, mit dem, links. Ja, ich weiß. Ich zeige es nur mal ganz kurz. Am besten lauft ihr den Weg geradeaus und hier lang. Müsst nur ein bisschen aufpassen. Hier ist alles voller Corrupted, Bösos, Saurus, Sirierer. Deswegen aufpassen ein bisschen. Aber kommt man eigentlich auch ganz easy gut durch, wenn ihr recht gute Tiere habt. Oder wenn ihr ein Flugtier habt, dann einfach hinfliegen. Und dann da oben auf dem. Wir waren ja oben auf dem Felsen. Und hier unten an der Felswand klebt das Ding irgendwo. Wo ist denn das Ding jetzt nochmal? Wo ist hier links. Das? Da. Ah, da hinten. Okay, da hinten ist es. Da ist das orange Ding. Das wapert da an der Felswand. Und wenn ihr einen Flugsaurier habt, braucht ihr eigentlich nur hinfliegen und dann ist alles gut. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, wenn ihr jetzt anfängt zu quatschen, versuche ich schon mal ein bisschen leiser zu sein. Ich glaube, wir müssen landen, ne? Ja, ich glaube, wir müssen landen. Ja. Ich kann auf meinen Scannern keine Lebenszeichen von ihnen entdecken. Die Erde ist natürlich riesig. Da müssen Radiosignale sein oder etwas anderes, um uns wissen zu lassen, dass wir nicht die Menschen auf der Erde sind. Mach weniger Geräusche, verstehen wir die auch. Die ist so leise. Oder haben die Titanen sie gekriegt? Nach allem, was ihr Menschen erreicht habt, denkt man doch, dass es noch irgendwo Überbleibsel von euch geben müsste. Das ist schon krass, dass sie so leise ist. Und ich habe das schon laut gestellt, aber es geht nicht. Man kann hier nichts anderes mehr machen.
Okay, das war's. Wir haben das geschafft. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier auf der Karte. So. Das Ding ist genau bei 27,5, 16,0. Und wenn wir das mal auf dem 27,8, 16,0. Genau, so wird das auch angezeigt. Wasteland. Und das ist der erste Punkt auf der Karte Extension. Und wir fliegen jetzt noch die anderen drei ab. Und dann habt ihr und ich auch den Skin für die Brust und für die Handschuhe. Also wir sehen uns gleich dann nochmal. Bis dann. So, Lieben, nächster Punkt. Und das ist das Gebiet Forbidden Zone, heißt das. Und ihr seht, wir sind an der Kuppel vom Schneegebiet. Hier vorne ist die Stadt. Ja, man sieht das. Also sehen, wenn ihr zur Stadt, von der Stadt ins Schneegebiet möchtet, dann lauft ihr automatisch an diesem riesengroßen Skelett vorbei. Und wenn ihr euch dann in diese Richtung haltet, da klebt es an der Wand, das orange Ding. Ich zeige euch das auch mal auf der... Ne, habe ich gerade wieder eingepackt. So, 16,2, 58,4 sind wir jetzt gerade. Und dann wollen wir mal da rüber und dann haben wir das nächste. Da oben drüber ist auch die Boss-Arena. Da oben ist die Boss-Arena, genau, direkt da drüber. Genau da drüber, ja, stimmt. Klebt direkt da drunter. Oh, wir haben so einen Rock-Drake, der hängt an der Wand. Mhm. Ich klebe mich mal hier vorne an der Wand. Dann lassen sie mich. Ich glaube, die kommt nicht hoch, oder? Hoffentlich. Es ist ein Rock-Drake, der kann auch dann. Ne, ich muss unten sein. Geht nicht. Ich muss wirklich nach unten. Ich hol den mal da weg. Mach schon. Was macht der da? Blach, tot. So, jetzt aber hier. Ja. Wo bist du? Da? Da geht's? Ja. Ja. Ah, jetzt geht's, ja, okay. Also am Fuße. Ich finde es immer so, ja, es ist zwar deutsch, ist klar, aber ich finde es immer so schrecklich, wenn die sagt Genesis. Was sagt die? Genesis. Ich hab's auf Englisch, also von daher weiß ich. Die sagt das. Ich hab's auf der endlich wahren. Das hört sich echt schrecklich an. Die sagt einfach nicht Genesis, das kann man doch einfach so sagen, es ist eben so, aber die sagt immer Genesis. Das hört sich sehr nach Genitalien an. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Position. Was? Genitalien? Da ist es doch warm. So, wir sehen uns in der nächsten Position. Bis gleich und düdelü. Ich kann aber übrigens immer noch ganz schnell hier nochmal zeigen. Genau, 13,3, 57,5. Ja, da sind wir. Bis gleich. So, Lieben. Nächste Position. Und ihr seht, gerade eben waren wir im Schneegebiet. Jetzt sind wir am Rand der Wüste. Aber wir sind noch in der Stadt. Hier ist die Stadt. Hier das ist das. Und genau, da unten geht's runter. Genau, im Sumpfgebiet ist das da unten? Ja. Scheint so, ne? Okay. Sumpf. Ich zeige das nochmal ganz kurz, damit auch Leute das auch direkt erkennen, wo sie dann langlaufen können. Ihr könnt durch die Stadt übrigens. Könnt ihr wunderbar durch die Stadt, wenn ihr nur ein Lauftier habt. Mit einem Tylacoleo kann man ja auch wunderbar runter. Ansonsten mit dem Flugtier, das geht dann immer easy. Ich zeige mal ganz kurz auf den Koordinaten. 52,1, 75,7 sind wir jetzt. Und dann geht es genau hier runter. So, sorry. Ein Gasbug kommt gerade runtergeflogen. Und? Landet genau auf die. Ist fast auf dir drauf gelandet. Da unten ist das Teil. Die schlimmsten Tiere sind, glaube ich, hier sind nur die Caprosuco. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Krokodile geht ja noch. Da ist ein Caprosuco. Bin ich gerade dabei zu. Oh, geht schon los. Zugang zur Simulation.
doch so gut wie keine weiteren Anleitungen. Doch wenn ich dich beobachte, bin ich mir ziemlich sicher, was ich tun soll. Dir als Begleiter und Freund zu helfen. Genauso wie Elena ihren Freunden geholfen hat. Und ihre Freunde ihr geholfen haben. Gemeinsam werden wir die Genesesimulation bewältigen. Und jeden Test bestehen, den sie uns vorgeben. Ja, gemeinsam werden wir die Genesis-Simulation bewältigen. Die Genesis. Das ist so schön, dass wir die Genesis... Das ist schön. Das ist so schön. Da ist das Teil. Hier unten im Machi-Prachi-Sumpfgebiet. Ihr wisst Bescheid. Ich habe übrigens, glaube ich, Gamma an. Ja. Ist ein bisschen hell gewesen. Okay. Also ich zeige es nochmal ganz kurz hier auf der Koordinate. Das Gebiet heißt übrigens The Trench. Und ist 53,4, 53,1 jetzt bei mir und 76,5, da wo wir jetzt gerade in diesem Moment sind. So, ich gebe mal ganz kurz dem hier noch schnell ein paar Level ab. So, okay. Okay, dann sehen wir uns dann bei dem letzten Punkt und bis gleich. Bis gleich. Tapichara ist so schön. Okay, Helena lacht mit mir mit, oder wenigstens die Drohne. Und ihr seht, wo wir hier gerade sind. Hinter mir sieht man schon das ganze Schwefelgebiet. Klar, da hinten ist das Wüstengebiet und da hinten war irgendwo das Eisgebiet. Und wir sind jetzt gerade beim Schwefelgebiet, muss ja auch irgendwo sein, wo es noch nicht gewesen ist. Und dann findet ihr in diesem Schwefelgebiet einen Wasserfall. Und wenn ihr den Wasserfall runterfliegt, hier kennt ihr dieses riesen... Bist du gerade mit dem Gaspack geflogen? Was war das denn? Wenn ihr das komische Gerüst hier seht, diese ganzen großen Felsformationen oder was ist das, Brückenformationen, diesen Wasserfall runter und wenn ihr unten angekommen seid, dann seht ihr das auf der rechten Seite. Müsst es dann hier gleich schwabern. Oh, hier ist ein T-Rex. Ne, das ist kein T-Rex, das ist ein Spino. Oh Gott, hier ist alles voll. Boah, krass. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier so für euch hinbekomme. Spino sieht mich nicht. Kriege, Korruption durch Element, allerhand Probleme. Dachten die Menschen über alle möglichen Arten nach zu entkommen. Eine Möglichkeit war der Homo Deus. Ein weiterer Schritt in der menschlichen Evolution. Eine weitere Möglichkeit. Aus einer bestimmten Sichtweise waren diese Arts. Und die Genesis-Simulation war ein weiterer Plan, um zu entkommen. Überlebenden seid ihr doch aus härterem Holz geschnitzt. Ihr passt euch an und haltet durch, statt wegzulaufen. Junge, das sieht so geil aus, wenn der Gaspack da... Oh, ich gehe hier weg, ey. Wenn der Gaspack hier rumfliegt, das sieht so geil aus. So, Leute, ich zeige es noch mal ganz kurz auf der Karte, wo wir gerade sind. Noch ist alles gut so. Hier. 84.8, 16.0 ungefähr. Und das Gebiet heißt The Sweeping Spires. So heißt es und ich blende euch natürlich die ganzen Sachen da ein, ihr wisst es ja und dann könnt ihr immer noch den Gaspack. Tschüss! Und dann habt ihr euer, ja ich glaube, habt ihr dann euer komplettes Teil. So, das ist nämlich gerade aufgetaucht bei mir in der Karte, bei mir im Inventar und dann kann ich mir das jetzt hier anlegen und dann sieht das so bei mir so aus mit Mega-Schultern. Also bei manchen Leuten sieht das gut aus, bei manchen eher besser, viel besser. Kann ich das sagen bei mir? Bei mir ist es viel besser als bei allen anderen natürlich. So, ich zeige es mal ganz kurz. So sieht ihr dann aus. Die Schönheit in Person. So. Okay, Stone, der ist noch mit seinem Gaspack unterwegs. Und ich sage dann erstmal danke fürs Zugucken. Meinst du, schaffst du es bis zu mir zu kommen? Ich glaube ich. Unter Umständen. Könnte es sein. Ein bisschen in dem Fall. So ein bisschen. Dein Hintergrund. Okay, Leute, danke fürs Zugucken und viel Spaß mit euren zwei neuen Skins. Ihr habt das bestimmt schon auf irgendwo bei anderen gesehen, aber ich wollte das wenigstens auch nochmal komplettieren, so wie das gehört. Bei allen Guides gehören ja, also auch alle Guides, Arc Guides gehören zu mir in den Kanal. Gut, da hinten ist der Stone wieder und bis dann und tschüss. Junge, wo bist du? Oben, über dir. Oh mein Gott. Ich sehe nichts, du bist irgendwie in den Himmel geflogen. Oh mein Gott. Ach da, hallo. Hi. Hallo. Sag doch mal nochmal Tschüss, sag doch mal Tschüss. Achso, so sieht das übrigens aus, wenn das richtig ist.
So sieht man dann aus, wenn man aussehen möchte. Sehr schön. Bis dann und viel Spaß.